Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days of Die. Nein, to die, nicht of die. 7 Tage lang sterben machen wir nicht. Nö. Ja, wir sind hier zurück. Wir haben ja die letzte Nacht ganz gut überlebt. Wir wollen jetzt nochmal ein bisschen die Stadt hier erkunden. Und nochmal gucken, ob es hier irgendwie Kram gibt, den wir looten können. Leere Einmachgläser nehmen wir erstmal nicht mit. Wer weiß. Da gibt es Papier. Auch wenn das vielleicht derzeit noch nicht so wichtig ist. Da gibt es auf jeden Fall noch Laken, da können wir Fackeln draus machen. Ein Luftfilter, da kann man übrigens Minen draus machen, habe ich gesehen. Aus dem Luftfilter, okay. Ja, da kann man Minen draus machen. Irgendwie kann man Schwarzpulver abbauen und... Aber man kann ja auch TNT bauen, ne? Genau, TNT... Ich hab eine neue Motorsäge für uns. Echt? Wo hast du die gefunden? Hier im Karton. Im Karton? In einem Karton lag die rum. Ach, da drin bist du, okay. Sehr schön. Wir sollten, also nur mal so als Idee, wir sollten für jedes Haus, das wir untersucht haben, oh, da kommt eine ganze Horde aus dem Wald, für jedes Haus, das wir untersucht haben, sollten wir irgendwie einen Block setzen von den Haupteingang und vielleicht auch vor den Hintereingang. Einfach irgendwie wahllos. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich habe übrigens meine Axt verloren, fällt mir gerade auf. Oder sie ist kaputt. Oder ich habe sie da drin abgelegt. Warte. Kann sein, dass das die hier ist. Ich habe vorhin eine aufgesammelt, die hier rumlag. Ja, das kann gut sein. Pass auf, dann werde ich mir kurz ein bisschen Holz schlagen. Also ein Bäumchen müsste ja lang. Mhm. Ich gucke hier, dass ich die Kollegen hier im Griff habe. Und dann mache ich da draußen nämlich irgendwie billige... Ja, du kannst ja die ganz normalen Holzstämme einfach machen. Einfach geht hier nur darum, dass wir sehen, wo wir schon waren. Genau. So. Wo sind sie? Da sind sie. Warte mal, wenn ich die aber nochmal in die Mitte setze, kriege ich 192 Platten. Okay. Ich mach die Platten. Mach die Platten, ja. So, dann fangen wir das Backsteinhaus, haben wir meins, wollen wir nochmal durchgehen, durchs Backsteinhaus. Ja, würde ich sagen, gehen wir einmal nochmal kurz durch. Sehen wir ja, ob wir da schon waren oder nicht. Ich meine, wir waren, hier ist noch eine Wasserflasche drin. Wobei, die können wir natürlich jetzt mitnehmen, ne? Ja, vor allem da wir ja auch herausgefunden haben, dass Wasser gleichzeitig Stamina auffüllt. Genau. Ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, genug Wasser dabei zu haben. Geht's in den Keller? Nee. Nein. Gut. Geh mal kurz hoch. Beziehungsweise oben waren wir, habe ich alles durchsucht gehabt. Okay. Dann machen wir hier. Ich guck mal, wie man die Platten setzen kann. Mach den doch so direkt über den. Ah, die kann ich direkt vor die Tür setzen. Ich kann die Türen zumachen. Ja. Alles so raus? Wie Holzzaun. Ja, ja. So, jetzt kann ich mir die Türen versiegeln. Das ist natürlich sehr gut. Dann ist gut. Gut, dann. Nächste Haus. Ah, hier das ist noch Scrap Metal drin. Nehmen wir gerade das nebendran, ne? Ja. Okay, dann gehe ich kurz hoch. Ach, das war nur das hier mit dem Dachboden. Gut, hier oben ist nichts mehr. Ja gut, ich habe meistens Wasser drin gelassen in den Türen. Ach, in den Schränken. Refrigerator. So, oben hast du alles mitgenommen, sagst Jawohl. Du? Gut, dann machen wir hier auch zu. Was ist eigentlich, wenn man so eine Kiste zerschlägt? Kann man die dann als Kiste mitnehmen? Glaub nicht, ne. Ja. Ne. Die letzten Plywood. Okay, dann machen wir hier auch zu. So. Gut, dann das nächste Haus. Ach, das war hier, wo sich schon jemand versiegelt hatte. Aber ich glaube, hier waren wir drin, das war auch nur ein Stockwerk. Ja, aber hier ist ja zu. Das heißt, hinten waren wir noch gar nicht drin. Na gut, dann... Oh, hier ist... Trinken ohne Ende.
Da können wir uns hier im kompletten Lagerraum nur mit Trinken machen. Ja. Naja, das ist vor allem in Fünferpäckchen gestapelt. Sonst hast du alles hier. Ah, hier geht's noch hoch. Ja. Drängt er mich hier ab? Ich fass es ja nicht. Hallo? Hier ist so dunkel. Da hinten mit. Da sind noch Matratzen und ein paar Tücher drin. Also wir waren jetzt hier in drei Häusern. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 Stacks Wasser. Wo geht's hier raus? Hier nebenan. Gut, machen wir hier auch dicht. Jawohl. Oh, da ist wieder ein großes. Scheiß drauf, ist zu. Ja, es ist so ein bisschen. Bis zum nächsten, ja. Okay. Ja. Oh, hier ist nochmal ein Haufen Wasser. Oh, hier waren wir noch gar nicht, glaube ich. Doch, hier ist auch nur Wasser drin. Ja, aber hier habe ich Waffen und alles hier aus dem Regal mitgenommen. Ach, ist nämlich hier so wieder so. Hier ist wieder eine Waffe drin, siehst du? Also ohne Moon, aber. Ich glaube, ich muss erstmal zurück. Ich gehe mal auf den Dachboden. Ich höre irgendwie Zombies. Ja, ich bin hier gerade am Kloppen. So, das Haus versiegel ich dann hier. Boah, die brauchen aber lang hier mit der Axt. Es kommt wahrscheinlich auf deine Stamina nochmal an, oder? Das kann auch sein, ja. Du kannst ja dir Wasser reinziehen, da hast du ja wohl genügend dabei. Kaum. Ja. Nochmal. Sieht aus wie so eine Dose, Kaviar. Kaviar? Nein, so sieht's nur aus. Naja, man muss ja auch hier am Ende aller Tage gut leben. Da ist noch eine Radkappe, die nehmen wir noch mit. Oder ein Luftfilter, besser gesagt. So, dann mache ich aber auch die kleinen Garagen zu. Ja. Gut. Garage ist auch zu. Nehmen wir das nächste Haus neben dran? Oder wolltest du zurück? Ja, nee. Ich gucke jetzt das eine Haus, gucken wir noch. Und dann muss ich aber zurück, weil ich habe keinen Platz mehr. Das hier. Was ist denn hier los? Ist das hier schon versiegelt? Ist das eine Tür? Ach, du bist. Ich dachte gerade, wer macht denn die Tür kaputt? Kommst du von innen? Ja. Mal gucken, in der Küche ist auch noch ein Haufen Wasser. Um das Inventar zu schließen, kannst du dich auch einfach, wenn du alles gelootet hast, einfach take all und dann drehen. Okay. Dann macht er das auch. Sobald du dich dann bewegst mit der Maus, also wenn du take all gemacht hast, kannst du mit der Maus zur Seite drücken. Vorher nicht. Painkiller, leere Gläser. Ich frage mich, was man später mit leeren Einmachgläser machen. Übrigens, wenn du die Abfalleimer findest. Kaputt machen. Genau, aber nicht mit der Axt, das kostet zu viel. Oh, warte mal, ich hau mir mal das Essen und was zu trinken rein. Ja, da war jetzt nichts. Ah doch, hier auf der anderen Seite. Durch die Wand gesprungen. Durch die Wand gebackt. Nein, ich wollte das Bett nicht mitnehmen, verdammt. So, einmal hoch, war es schon oben? Ja. Gut, dann, warte, ich mach die Tür von der anderen Seite zu. Komm dann rum. Eigentlich wollte ich die Hintertüren hier offen lassen, aber sicher aus sicher. Ah, hier ist noch eine Klimaanlage. Ja. Metall. Klimaanlagen immer gut für Metall. Boah, hast du mich gerade erschreckt. Was meinst du, was du mich erschreckt hast, als du die... die Tür. Ja. Ja. So. Hier ist ein Baumstumpf. Ist versiegelt. Machen wir erst einen Häuserblock, also pro Straße, oder wie... Wie hätten wir es gern? Ja. Die Frage, ne? Müsst auf jeden Fall... Wir brauchen auf jeden Fall ein größeres Lager, weil so viele Sachen, wie wir da jedes Mal finden, dürften wir echt Platzprobleme kriegen. Probleme? Moon habe ich gefunden, das ist gut.
glaube, wir wollen mal erstmal zurück. Wolltest du zurück? Ja. Ja, okay. Ja, ich bin gerade auf dem Weg. Sortiere ich auch raus. Ja, liebe Freunde der Nacht und ihr da draußen bei YouTube. Wir werden jetzt erstmal hier wahrscheinlich den kompletten Häuserblock looten, damit wir noch ein bisschen Material finden. Ihr seht ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Und das Wasser ist ja wirklich essentiell für Rennen. Okay, Wasser leer. Quatsch, Stamina leer. Schnell mal Wasser reingezerrt. Oh. Achso, jetzt haben wir natürlich... Wir müssen dann mal bei Gelegenheit irgendwie sortieren, ne? Ja. Oder... Hast du einen Baum gefällt? Ja. Ich hatte jetzt was. Komm mal her. Zu mir raus. Moment. Ich habe noch so viel Kram in der Tasche, das ist mein Problem gerade. Ich fülle jetzt jeden Bereich noch auf. Also wir müssen alles mal umsortieren müssen. Ja, was hast du? Das Kisten machen oder was? Ne, ich hatte jetzt den Vorschlag gemacht, dass wir uns hier anfangen. Mhm. Ein komplett eigenes kleines Gebäude zu bauen, wo wir uns ein bisschen sortieren können mit verschiedenen Lagerräumen und hier ringsrum einen schönen Graben ziehen können. Wo wir dann so Stück für Stück, also das so als Basis nehmen hier erstmal. Mhm. Und dann hier anfangen, so ein kleines eigenes Gebäude zu bauen. Wie wäre es, wenn wir uns hier in den Keller graben? Kellergraben ist scheiße. Doof. Echt? Also. Ich hätte ja jetzt einfach eine Leiter, weißt du? Ziemlich tief im Boden und dann einen Raum. Weißt du, einfach so eine Röhre mit einer Leiter, weil da kannst du auch nicht abstürzen. Das ist, ja. War jetzt nur so eine Idee. Ich würde jetzt mal die Schaufel hier nutzen und dann machen wir, in welche Ecke hätten wir es gern? Unsere Schlafmatte ist ein bisschen doof. Hier vielleicht, hä? So, nee, wenn man hier direkt reinkommt, ist natürlich auch blöd. Hier. Machen wir es hier. Mach das doch hier im Eck. Genau. Gut, wir können ja parallel, können wir trotzdem anfangen, Gebäude zu bauen. Es hat ja kein Ende, das Spiel im Prinzip. Ja, ja. Also hier ist hart. Das heißt, ich bräuchte Scrap Metal. Hast du noch irgendwie Eisenbahn oder hast du hier Scrap Metal rein? Ich hatte irgendwo in irgendeiner Kiste... Oder ein Pickaxe? In irgendeiner Kiste liegen noch Eisenbahnen drin. Da, 4 Stück. Da würde ich mir gerade mal eine Axt von herstellen. Sticks, das müsste genau lang. Was, bist du schon wieder drauf gegangen? Ich war gerade im Minecraft-Modus. Nein! Ich wollte die Kiste mit Rechtsklick öffnen und hab dann halt was gebaut. Okay, ist aber kein Drama, ich habe ja hier alles. Okay, also du machst draußen ein bisschen Material. Wir haben auch 19 Uhr übrigens, die Zombies kommen demnächst, also wir sollten draußen nichts mehr bauen. Ja, ich sehe es gerade. Dann machen wir das folgendermaßen. Dann baue ich hier auf jeden Fall schon mal. Jetzt muss ich gucken, ey. Mein Inventar ist rappendicht, ich kann nichts mehr sortieren. Hinein. Denk dran, dass du Spikes dabei hast, dass du dann hier das Ding zumachst, weil in 20 Minuten kommen die Zombies. Ja. Yep. Was hast du vor? Was schlägst du? Ja, passt schon. Okay. Ich wollte mach noch mehr vor den Eingang, weißt du? So. Ja, ja. Okay. So. Ich wollte nur diesen Rasen wegmachen, weil der mich irritiert. Also diese Gräser. Oh, fuck. Warte mal, ich habe was vergessen. Kannst du mir mal... Ich bräuchte Leitern. Hast oder du keine? Ein Holz oder sowas. Kannst du mir vielleicht welche kurz runterwerfen? Oder ich habe auch keinen. Oder werf mir Holzblöcke runter, dann kann ich mir die ja selber herstellen. Oder werf mir Sticks runter. Kannst du mir vielleicht gerade? Warte. Sonst habe ich nicht Angst. Mein Inventar ist so voll mit Scheißdreck. Kannst du mir gerade einen Flocken Holz runterwerfen? Einfach nur so ein paar. Einfach hier in den Schacht. Ja, dazu muss ich gucken. Weil ich ja nicht mal Platz, um Holz aufzunehmen hab. So. Wir haben 20.20 Uhr. Vielleicht geht's an die Verteidigung. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen einfach runterwerfen. Die schweben da. Naja, die Fackel hält sie auf. Ich kann sie aufnehmen, das langt mir. Reichen die zwei?
Wo sind sie hin? Waren das jetzt Holzblöcke? Old Wood. Okay, ich probiere es, ob ich daraus Stäbe machen kann. Ja, kann ich. Stick. Ah, jetzt. Ach, ich muss ja erstmal ins Inventar ablegen. Okay, die Leiter. Alter, meine Magazine sind schon wieder weg. Ich habe keine Munition. Toll, super. In den Kisten ist auch nichts mehr? Nee, oder? Also das mit dem Inventar und mit dem Stacken und sowas ist ein bisschen unübersichtlich, muss ich sagen. Ja gut, du hast auch den Sterbemodus aktiviert. Nee, allgemein auch jetzt so. Soll ich Magazine hochbringen? Ich habe Magazine gefunden. Okay. Aber ich kann nichts mehr tauschen im Inventar, das ist doch furchtbar. Oh, fuck. Fuck, das... Was los? Das ist ja geil. In die Leiter... Doch. Warte mal. Wieso kann ich nicht... Ich komme hier nicht raus. Ich hänge hier an der Leiter. Da ist keine Leiter. Doch, da vor mir hängt ja, eine. Ja, ganz oben. Ganz oben, ein Stück Leiter. Ich kann keine Leiter setzen. Oh, jetzt komme ich erstmal raus, hätte ich gesagt. Ja, ist eine gute Idee. Wie komme ich hier raus? Ich brauche Holz, ich komme hier nicht raus sonst. Kannst du mir bitte nochmal schnell einen Block? Danke. Langt, langt! Ich kann die doch nicht alle aufnehmen. Jetzt bin ich voll. Ja, ich habe auch keinen Platz mehr. Ja, aber ich kann dir nicht helfen. Ich kann... Okay, ich hoffe mal, dass das jetzt ein Bug ist. Oh, oh, oh. Oh Gott. Okay. Oh, ich habe keine Moon. Liebe Freunde, wir werden das schon irgendwie überleben. Ich bin tot. Cocaine ist tot. Wir machen eine Aufnahmepause. Ich versuche hier die Zombies abzuhalten. Ja, jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Bist du gleich wieder da? Da bist du. Ich bin wieder da, aber ich habe jetzt nichts mehr. Liegt hier alles auf dem Boden vor mir. Ja, aber die Magazine sind jedes Mal weg, wenn ich tot war. Und das stimmt. Ich habe auch noch Magazine. Ey, das mit dem Inventar. Ich bin berstend voll. Ich kann nichts mehr aufnehmen. Ja, dann leg ich kann doch hier ab. Auch nichts mehr ablegen. Ich kann hier nichts mehr dann ablegen. Dann bau doch Kisten. Kann ich ja hinter nicht. Hinter diese Magazine. Gut, wir werden das schaffen, in der Aufnahmepause Kisten noch herzustellen. Wir werden die Nacht überleben. Wenn euch das gefallen hat, wie wir hier unser Vorhaben einer Festung vollenden wollen, dann würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten nette Kommentare auch immer gern willkommen. Ich sag ciao, bis zum nächsten Teil von 7 Days to Die. Macht's gut. Wiedersehen. Jetzt hier Ordnung schaffen.